Die Arbeitswelt der Zukunft stellt sich auf der Messe München vor. Die Automatica, Leitmesse für intelligente Automation und Robotik, zeigt sich digital und innovativ. Wir können auch dieses Jahr einen neuen Ausstellerrekord mit knapp 900 Ausstellern vermelden und erstmalig belegt die Messe 6 Messehallen komplett. Die Automatica bestätigt damit eindrucksvoll ihre Position als wichtiger Marktplatz der Robotik und automatisierten Produktion. Im Fokus stehen die digitale Transformation in der Fertigung, die Mensch-Roboter-Kollaboration und die Arbeit 4.0. Der immense Fortschritt der künstlichen Intelligenz ist dabei allgegenwärtig. Der Kollege Roboter ist in der Praxis bereits angekommen und arbeitet Hand in Hand mit dem Menschen. Und das zeigen die Automatica-Aussteller anhand konkreter Anwendungen. Der Umsatz der deutschen Robotikbranche stieg 2017 um 13%. Diese äußerst positive Entwicklung wirkt sich direkt auf die Arbeitswelt aus. Wir sehen, dass die Automatisierung, die sehr stark voranschreitet, netto mehr Arbeitsplätze schafft, nicht weniger. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Arbeitsplätze immer besser werden. Mit der neuen Automation, die die Menschen und die Maschinen besser kombiniert, sodass jeder seine Stärken ausspielen kann, arbeiten die Menschen wieder mehr wie Menschen und weniger wie Maschinen. Und ich glaube, dass die Arbeit in der Zukunft eine bessere ist, als sie heute ist. Das Potenzial der digitalen Transformation hat auch die Politik erkannt. Entsprechend soll investiert werden. Robotik wird nicht nur in der großen Industrie stattfinden, sondern wird immer mehr Einzug in den Mittelstand halten. Und das ist auch deshalb wichtig, weil diese mittelständischen Betriebe sind ja in der Zulieferkette. Sie sind Zulieferer für große Unternehmen. Und wer da nicht mitspielt, wird letztlich Marktanteile verlieren. Deshalb wird der Freistaat Bayern alles tun, um den Mittelstand auch zu befähigen, sich diesen Themen zu öffnen. Für diese Zukunftsthemen kommen auf der Automatica die Akteure der gesamten Branche zusammen. Hier wird schon heute der technologische Fortschritt von morgen gezeigt.